wollen wir uns einmal mit den Farben beschäftigen. Und zwar ist es ja so, wenn man Anfänger ist in der Acrylmalerei und man steht im Handel vor dem großen Regal mit den vielen verschiedenen Farben, die einen so anleuchten, dann hat man Lust, möglichst viele davon mitzunehmen und man entscheidet aus dem Bauch raus und manchmal hat man dann eine Menge Farben zu Hause, die man dann verwenden möchte und man verwendet die dann auch meistens so, wie sie in der Tube sind oder in der Flasche. Im Prinzip ist es eigentlich besser, wenn man nur mit drei Farben anfängt, nämlich mit den drei Grundfarben, weil man dadurch gezwungen ist zu mischen und durch das Mischen ganz viel lernen kann. Die drei Grundfarben sind einmal das Gelb, dann das Rot und das Blau. Es gibt natürlich verschiedene Blaus und Rots. Ich habe hier mal diese Farben gewählt, wie man sie normalerweise als Rot bezeichnet. Also dieses Zinnoberrot, Ultramarin und ein Cadmiumgelb. Und mit diesen drei Farben wollen wir heute einfach mal das Mischen versuchen. Und da wir ja immer aus einer Übung auch ein Bild machen, habe ich mir überlegt, ihr nehmt euch einfach so einen normalen Wachskreidestift, Wachsmalstift. Ihr könnt das aber auch mit einem anderen Kreidestift machen oder mit einem dickeren Filzstift, meinetwegen, alle egal, was ihr habt. Und teilt euer Blatt dann einfach mal so grob durch Linien ein. Das können jetzt gerade Linien sein, können auch gewellte Linien sein, so wie hier, nicht zu viele, vielleicht so, dass an einer Stelle so ein Zentrum entsteht und die anderen sind etwas, also hier sind etwas kleinere Felder und hier sind die Felder größer, damit da auch so ein bisschen Spannung ins Bild kommt. Und jetzt können wir eigentlich schon anfangen zu mischen. Wir nehmen mal unseren Pinsel. Und ich fahre gleich ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das aus der Nähe sehen. So, auf geht's. Fangen wir mit der hellsten Farbe an, mit dem Gelb. Der Pinsel ist ziemlich fransig, sehe ich gerade. Da werden wir auch nicht besonders genau arbeiten können. Aber einfach mal, um zu zeigen, fange ich mal an und mal dieses Feld mal mit Gelb aus. Man kann ruhig ein bisschen über die Linie drüber. Das macht gar nichts. Jetzt beginne ich einfach mit dem Mischen und zwar nehme ich jetzt hier mir einfach mal ein bisschen von dem Rot und mische das zu dem Gelb dazu. So, man kann auch erstmal so ein bisschen. Dann haben wir gleich ein Orange. Das Orange werde ich mal hier hinlegen. Vielleicht machen wir dieses Bild einfach nur mal mit den Farben Rot und Gelb. Lassen das Blau mal ganz außen vor erst. So, jetzt könnte ich einfach das Orange noch ein bisschen vertiefen, indem ich noch ein bisschen mehr Rot dazu nehme und mache das vertiefte Rot hier. Ich mische jetzt die Farben alle auf der Palette. Später zeige ich euch auch noch, dass man die Farben auch auf dem Papier mischen kann. Es geht ja jetzt nur um das Farbenmischen an sich. Ich wasche den Pinsel immer etwas aus. Man könnte jetzt auch lassen, weil wenn man das weiter vertieft. Ne? Also ich gebe jetzt immer noch ein bisschen mehr Rot dazu. Und die Farbe wird immer intensiver. Jetzt ist es fast schon dieses Zinnoberrot an sich. Ja. Wir gehen aber noch mal ein bisschen wieder ins Hellere, ein ganz leicht abgetöntes Gelb für diese Fläche hier. Wie gesagt, es geht nicht darum, das jetzt ganz genau gleichmäßig auszumalen. Es geht einfach um eine Farbstudie. So. Diese Struktur, die dann auch bleibt, ist auch trägt auch zur Bildwirkung nachher bei. So, jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen mehr Gelb dazu und tragen das Gelb hier auf. Ist aber wieder, wie ihr seht, ein etwas anderes Gelb, also es unterscheidet sich.
Im Prinzip kann man unendlich viele Farben aus diesen beiden mischen, weil man die Anteile auch so variieren kann. So kann das Auge wahrscheinlich diese Differenzen auch gar nicht so genau wahrnehmen. So, jetzt nochmal so einen mittleren Ton. Schauen wir mal, nehmen wir mal hier hin. Man sieht auch, dass die Unterschiede im Hell-Dunkel entstehen. Das Gelb ist ja an sich ein sehr heller Ton und das Rot ist dunkler an sich. Und durch diese Mischung entstehen auch verschiedene Dunkelheiten oder Helligkeiten. Wenn man das Ganze jetzt als Schwarz-Weiß-Bild sehen würde, man kann das hier umwandeln am PC oder so, dann sieht man die unterschiedlichen Tonwerte dann oder Helligkeiten. So, ich nehme nochmal das Knallige, das hatten wir jetzt noch gar nicht, ne? Das nehmen wir mal hierher. So, jetzt haben wir diese Farben schon miteinander gemischt. Spannend ist es auch, wenn wir zu diesen beiden Farben jetzt einfach mal ein Schwarz nehmen. Das werde ich mir jetzt mal holen. So, das Schwarz habe ich jetzt auf der Palette drauf. Ich hole mir auch noch einen anderen Pinsel, damit ich weiter arbeiten kann. Der ist besser. So, jetzt könnte ich eigentlich auch mal versuchen, was passiert, wenn ich zu diesem Gelb etwas Schwarz dazu mische. Mache ich mal auf der anderen Seite. Ja. Das ist so ein ganz dreckig grün-gelber Ton. Den bringe ich trotzdem mal hier rein. Schauen wir mal, wie der sich hier macht an der Seite. Ist aber immer noch in der Farbharmonie, wie ihr seht. Es gibt einen richtig grünen Ton, wenn man Gelb und Schwarz mischt. Wir mischen das Schwarz jetzt mal einfach zu dem Rot. Pinsel dazu gut auswaschen. Nehmen wir einen Ticken Schwarz und mischen das hier in das Rot hinein. Es steht auch so ein dunkelroter Ton. Diesen ganz dunklen Ton, den setzen wir mal hier in die Mitte. So, und jetzt entstehen für die restlichen Felder einfach noch Mischungen aus diesem Gelb, diesem Rot und diesem Schwarz. Und ihr könnt einfach zuschauen. Voilà, unser Übungsbild ist jetzt kein Meisterwerk, aber eine ganz nette Übung. Und wenn man jetzt hier genau hinguckt, hier könnte man zum Beispiel einen Vogel erkennen. Lustig. Kann man auch aufhängen. Warum nicht? Also ich wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren.